Herzlich willkommen zurück bei All for the Game mit mir, dem Daniel und einem erneuten Video auf unserem Kanal. Dieses Video dient lediglich als Informationsvideo. Ihr werdet keine Gameplay-Ausschnitte oder sonstige Informationen über das Spiel Battlefield 2042 hier erhalten, sondern es geht lediglich um die Open Beta, die vom 6.10. bis zum 10.10.2021 stattfindet. Als ich das Video aufnehme, ist es der 5.10., somit ein Tag vor Beta-Start, und es ist jetzt schon möglich, seit 17 Uhr die Open Beta zu downloaden. Es heißt noch lange nicht, dass ihr sie spielen könnt, aber ihr könnt sie schon mal pre-downloaden, für die Leute, die zum Beispiel eine langsame Internetverbindung haben. Ab dem 6.10. geht es dann los für die Vorbesteller und die EA Play Spieler, die das EA Play Abonnement aktiv haben. Die anderen Spieler dürfen von 8. bis 10.10. regulär ohne Vorbesteller oder irgendwelchen Käufen die Open Beta anspielen. Also nutzt die Chance, solange die Server nicht down sind, ladet das Spiel jetzt schon vorab in Origin herunter. Ich weiß wie gesagt nicht, ob es auch möglich ist, auf den Konsolen jetzt schon den Pre-Download zu starten. Ich denke mal schon, probiert es einfach aus. PS4, PS5, whatever. Auf Origin geht es auf jeden Fall schon heute. Ladet sie euch, weil die Server sind stabil. Ich konnte mit 40 Mbits die Sekunde runterladen. Und ich denke, wenn alle einen Ansturm haben und das Spiel downloaden wollen, wird es nicht so konstant runterladen. Deswegen jetzt schnell aktiv werden und den Download-Button klicken und schon mal vorab laden. Hiermit lade ich euch natürlich herzlichst ein, morgen im Livestream bei uns vorbeizuschauen. Wir haben EA Play Pro, somit können wir ab morgen schon die Open Beta anspielen. Die anderen Leute müssen halt warten bis zum 8. Dementsprechend schaut bei uns vorbei, erster Link in der Informationsbox. Ein Follow ist natürlich kostenlos und ich wäre sehr dankbar, wenn ihr da einen da lassen würdet. Ansonsten für die Leute, die Fragen haben bezüglich des Spiels der Open Beta, ihr könnt gerne die Kommentarfunktion hier unter diesem Video nutzen. Wir versuchen so möglichst alles genau zu beantworten, was wir herausfinden können, und vielleicht kann man da ein bisschen ein FAQ draus machen mit Leuten, die auch Ahnung haben. Deswegen nutzt die Kommentarfunktion, alles reinposten, was ihr wissen wollt, und wer auch antworten kann, gern bitte antworten. So, ich rede gar nicht mehr lang rum. Wie gesagt, ladet euch das Spiel heute noch und ich verabschiede mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal.